Hallo und frohes neues Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich jedenfalls wünsche euch all das Beste auf dieser Welt und vor allen Dingen das Allerwichtigste, Gesundheit. Ich zeige euch heute die neue Neutrogena Hydro Boost Hautpflegeserie. Ja, und diese wunderschöne Box hier könnt ihr heute in meinem Video gewinnen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Und ich mache ein Unboxing-Video, das heißt, ich werde euch die Produkte zeigen, die hier drin enthalten sind. Das neue Jahr hat ja jetzt gerade angefangen und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, es dieses Jahr einfach stressfreier anzugehen und vor allen Dingen viel mehr für meine Haut zu machen. Da kam mir die neue Hydro Boost Pflegeserie gerade recht, denn ich will auf jeden Fall mehr tun. Ich pflege meine Haut sehr gerne, aber ich muss es zugeben, dass ich das manchmal auch vernachlässige, weil man vielleicht nicht so viel Zeit hat. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall vorgenommen, das alles zu ändern und mir einfach ein bisschen mehr Zeit für mich selbst zu gönnen. Und außerdem ist die Neutrogena Hydro Boost Pflegeserie jetzt schon in allen Drogeriemärkten erhältlich. Deswegen bin ich super dankbar, dass wir YouTuber oder Blogger einfach diese Chance bekommen, vorher schon die Produkte zu testen. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Und so schaut es geöffnet aus. Schaut mal, was für wundervolle Produkte. Ja, ich werde das genauso dann einpacken und eine von euch kann ein Paket gewinnen. Dazu kommen wir aber gleich, denn es gibt auf jeden Fall eine Gewinnspielfrage und das erzähle ich euch dann gleich. Die neue Hautpflegeserie von Neutrogena nennt sich Hydro Boost und ich durfte sie natürlich vorab schon testen. Bin wirklich super zufrieden, aber ich werde die auf jeden Fall weiterhin testen und dann darüber berichten. Diese Hautpflegeserie hat eine neue Formulierung, das heißt, sie versorgt die Haut mit ganz viel Feuchtigkeit und sie schützt die Hautbarriere bei jeder Anwendung. Also bisher, jedes Mal, wenn ich die Produkte aufgetragen habe, hatte ich so einen frischen Kick, also als ob man diese Feuchtigkeit eben spürt. Ich bin bisher wirklich sehr zufrieden, es fühlt sich super angenehm an und die Textur ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht. In dieser Box drinnen enthalten waren diese Aqua-Reinigungstücher von Neutrogena. Sie spenden sehr viel Feuchtigkeit. Hier steht auch, die entfernen selbst wasserfeste Mascara. Also wie cool ist das denn bitte? Und man hat anschließend eine spürbar geschmeidige Haut. Und was ich total genial finde, ist, hier steht mit Hyaluronsäure. Also wie cool ist das denn? Die Reinigungstücher einfach auseinanderfalten und dann ganz sanft übers Gesicht wischen. Dann haben wir hier einmal das Hydro Boost Aqua Reinigungsgel. Das soll auch für sehr viel Feuchtigkeit sorgen. Das ist ein leichtes Gel, was eben mit Wasser aktiviert wird. Damit kann man sich das Gesicht waschen. Das nimmt Schmutz weg, Talg und Make-up. Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, als mit anderen Produkten, ist eben, dass sich meine Haut nach der Reinigung nicht trocken anfühlt. Ich tendiere ja sowieso eher zu einer trockenen Haut und dann passiert das bei mir ziemlich schnell. Das habe ich hier bei denen hier überhaupt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass das sehr reichhaltig ist und meine Haut mit sehr viel Feuchtigkeit versorgt. Ja, einfach in den Händen mit Wasser aufschäumen, im Gesicht auftragen, so ein bisschen einmassieren und dann gründlich abwaschen. Dann haben wir hier einmal das Hydro Boost Gelee Reinigungslotion. Es ist auf jeden Fall ölfrei und auch für sensible Haut geeignet. Ja, das macht ihr einfach mit einem Wattepad aufs Gesicht, die Augenpartie, Lippenpartie und hier ja, ist das Abwaschen nicht nötig. Dann haben wir von Neutrogena hier noch das Hydro Boost mit Zellenwasser und das spendet auch sehr viel Feuchtigkeit, entfernt Make-up, erfrischt. Hier steht noch ein besonderes Gesichtswasser, das Unreinheiten und Make-up, sogar Lippenstift entfernt und gleichzeitig Feuchtigkeit spendet. Das hier verstopft auch die Poren nicht und ist auch für sensible Haut geeignet. Mit einem Wattepad einfach aufs Gesicht und Augenpartie auftragen und auch das hier muss man nicht abwaschen. Ich finde das richtig gut, also ich mache das nicht nur zwischendurch, sondern auch bevor ich mit meiner Hautpflegereinigung anfange und danach nochmal und ja, ich bin damit wirklich super zufrieden, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass alle Make-up-Reste damit entfernt werden. Dann haben wir noch einmal das Hydro Boost Aqua Gel. Das ist eine Gesichtspflege, also gelartig, wie der Name das schon sagt. Es spendet 24 Stunden Feuchtigkeit, das heißt, es speichert die Feuchtigkeit und gibt sie dann nach und nach frei. Dieses Aqua Gel ist für normale und für Mischhaut. Dann haben wir hier einmal das Hydro Boost Creme Gel. Und das ist für trockene Haut gut geeignet und es ist parfümfrei, falls euch das interessiert. Hier steht auch, spendet 24 Stunden intensive Feuchtigkeit für glatte, spürbar, geschmeidige und erfrischende Haut. Und auch hier ist ein Hyaluron-Gel-Komplex. Ich mache das persönlich so, dass ich morgens mein Gesicht damit reinige und dann anschließend, nachdem meine Reinigung beendet ist, ich auf jeden Fall ja dieses
Cremegel hier verwende. Und abends, um eben beides aufzubrauchen, benutze ich das Aquagel. Und ja, es fühlt sich super erfrischend an. Also ich bin bisher wirklich super zufrieden. Aber wie gesagt, ich werde es weiterhin testen, weil ich finde, sowas muss man auch wirklich ausgiebig testen, sich ein bisschen Zeit lassen, ein paar Wochen vergehen lassen und dann werde ich auf jeden Fall euch mitteilen, wie ich diese Hautpflegeserie finde. So, und jetzt kommen wir zu der Verlosung. Also wie gesagt, eine von euch hat die Möglichkeit, diese komplette Box hier zu gewinnen mit all den Produkten, die ich euch gezeigt habe. Aber dafür müsst ihr eins tun. Was ist dein Boost für den perfekten Start ins neue Jahr? Was gibt dir den richtigen Frische-Kick? Und was machst du gegen Stress? Schreib mir das unbedingt in die Kommentare. So, ja, nehmt ihr quasi teil an diesem Gewinnspiel. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass eine von euch die Glückliche ist, die diese tolle Box gewinnen kann. Ansonsten schreibe ich euch alle Teilnahmebedingungen in die Infobox. Ich verlinke euch auch den Neutrogena-Link zu den Produkten. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch da nochmal vorbeischauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch recht herzlich an Neutrogena, dass die mir eben diese Möglichkeit gegeben haben, dass ich eine Box an euch verlosen kann. Das ist wirklich richtig toll, da freue ich mich. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt mir unbedingt gesund. Ciao!